So, meine Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung, wir sind zurück beim Piratenschiff aus Herr der Ringe, was Tobias sich immer nicht traut zu sagen, weil wir den Namen nicht wissen, deswegen sagt er es nicht. Wahrscheinlich, ja, genau das ist so. Wir sind beim sechsten und letzten Türchen angelangt, es fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, das seht ihr da, wir zoomen euch gleich wieder ran, das kennt ihr ja schon. Ja, machen wir uns mal drüber her. Ja, freue mich. Wir haben keine Aufkleber mehr. Nee, die sind alle. Auf ganz ja, viel Kleinscheiß. Dafür haben wir dann Umhänger und so. Recycling! Noch mehr Fahnenmasten. Nee. Oh, die darfst du aber machen. Da kannst schon mal anfangen zu basteln. Da habe ich mir das letzte Mal so einen abgewürgt bei den Umhängen. Ja, ich kann mich dran erinnern. Ich mir auch. So, und damit ihr was sehen könnt, hole ich euch mal wieder rein. Der Oberboss kriegt natürlich in Rot nochmal. Ja, wie bei Staples. Trademark. Genau. Trademark. Na, ein Tick wieder zu Hause. Ja, der Zoom ist ein bisschen flott im Moment. Ja, ist doch gut. Nee, dann bin ich mal zu weit dran. Das heißt, dann hast du nicht so Bums. Ja gut, das ist nicht gut. Haben wir noch einen dritten Kopf? Und wofür? Da ist einer. Da ist noch einer. Hier ist auch noch einer. Ja, es geht ja jetzt um den Bösen, ne? Hätte drei Köpfe. Weil, ja, der hätte ja sagen können, dass einer anders aussieht. Aber ja, ist nicht der Fall. Ja, dann mach ich den. Den keinen, dann mache ich den, der keinen Umhang hat. Den kann ich machen. Den kannst du machen? Ja. Bist du da sicher? Ich versuch's mal. Ich baue jetzt den König von den Geistern. Der König der Geister. Ja, die tut er in so einer Höhle daran erinnern, dass sie mal so einen Schwur geleistet haben. Die Geister. Nee, die Geister. Also die waren ja mal am Leben, ne? Ah. Und da haben sie einen Schwur geleistet an den König von Minas Tirith, dass sie dann da sind, wenn die in Gefahr sind, ja? Okay. Und da haben sie sich verkrochen ins Gebirge und sind da gestorben. Und dann hat der sie verflucht, Isildurs Fluch. Warum hat er sie verflucht? Ja, weil die nicht gekommen sind. Ach so. Ne? Ach so. Und dann kommt eben Aragorn, den du gerade zusammenbaust. Noch ohne Haare? Noch ohne Haare. Jetzt kriegt er Haare. In diese Höhle und tut ihn daran erinnern. Ne? Und, ah, komm her, da, da, da. Ja, die kämpfen dann auch ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen. Oh, komm her, dusch. Auf jeden Fall hilft er denen dann bei dem Kampf dann. Ohne die hätten sie es auch nicht geschafft, glaube ich. Ohne die Geister. Tja, das weiß nur Tolkien. Ja, weil das ja ne, diese Mumalkids auch mit angegriffen haben und so eine riesen, riesen Schlacht. Also, ihr müsst euch den Film angucken, also das ist echt geil. In welchem Teil ist er? Im dritten. Ja. Rückkehr des Königs. Rückkehr des Königs. Aber nicht des Königs. Des Königs. Yeah. Okay, des Königs. Also, usch. Tam, tam, tam. Ja, vor allen Dingen, nachdem die dann geholfen haben, dann werden die erlöst und sind dann ins Jenseits. Wie im Märchen. Genau. Sehr schön. Apropos Märchen, deine Märchen sind ja toll, ne? Oh, danke schön. Es geht auf Flut voran, habe ich festgestellt. Das ist schon bei über 50. Ich höre mir die ja regelmäßig an. Ach, wie brutal die manchmal sind. Ja, das hat mich auch ein bisschen verwundert. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich dachte, so ein Märchen so schön mit Feen und Elfen. Nein, die hauen sich Finger ab, fressen sich gegenseitig auf und sowas. Genau, richtig. Das ist echt brutal. Also, der Vogel, der dann singt, ne, meinst du, ne? Zum Beispiel, ja. Ich hatte übrigens schon wieder einen auf Plattdeutsch, ne? Nein, das war, glaube ich, sogar der Vogel, mit der singt. So. Der war auch auf Plattdeutsch, musste mir wieder die Hochdeutsch-Version holen. Hm. Die könntest du nicht anhören. Ja, das kannst du auch nicht anhören. Vor allem nicht lesen. Hä? Falsch. So, da. Vor allem ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich starte die Aufnahme, gucke mir das an. Ich sage, nein! Ja, Mann, oh. Genau, das war der. Oh. Wer ist denn? Jetzt hast du irgendwie. Der Wacholder-Raum. Und der hatte
Ja, der, genau, der war voll dabei. Ganz irgendwelchen ganz komischen Titel und da habe ich mir erst bei nichts bei gedacht. Und dann habe ich mal geguckt, was das überhaupt ist, was ich da lese. Und dann heißt es, es ist mir aufgefallen. Dann ist ja gut. Wachtelboom oder wie das hieß. Ja, spätestens beim zweiten Satz hätte ich es gemerkt, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist aber auch fies. Das ist aber richtig fies, ja. So eine Kette kommt da auch dran. Ich finde das schön, es wird auch gut angenommen, allgemein. Ja, ich finde das ja auch interessant, ne? Was für Märchen es überhaupt von denen auch gibt. Ne? Mhm. Kennt man so gar nicht alle. Nee, es kommen so zwischendurch mal wieder eins. Jetzt, was hatte ich gestern gemacht? Schneewittchen kam ja jetzt erst sowas, ne? Das ist ja dann doch wieder bekannter. Das ist bekannter, richtig. So. Oder das Märchen mit dem, der das fürchten lernen wollte, ist immer noch am besten. Immer noch. Ja, wobei, ich hatte noch eins, ich weiß ja nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß auch nicht, ob das schon war oder noch kommt. Ich hab, nee, das ist ich hab kürzer. Das. Ja, das werde ich ja feststellen. Mit vielleicht. Dem Mädchen im Räuberhaus. Das hatte ich, das war schon. Das war schon, das fand ich auch nicht schlecht. Was ist das denn für ein Finger? Genau, richtig. Die fand ich auch nicht schlecht. Die fand ich auch cool. Mit dem Ring am Finger. Mit dem Ring am Finger, genau, richtig. Da gibt es auch eine Gruselgeschichte, die läuft ein bisschen ähnlich ab. Hey, irgendwas? Ja, das musst du da reinklemmen. Ja, dann hast du die Stange genau falsch rum. Oh, Entschuldigung. Deswegen kam mir das jetzt ein bisschen... Ich tanze so selten an der Stange, dann kann das schon mal passieren. Das kann dann auch unsere Praktikantin machen. Jetzt ist es schon eine Praktikantin? Ja, Sekretärin, ich weiß schon. Ja, mal schlimmer hier. Wir zahlen übrigens nur den Mindestlohn, den es noch nicht gibt. Den es noch nicht gibt. Ah, nein, das ist just for fun. Wir verdienen da ja auch nicht dann. Nee, natürlich. Obwohl YouTube hat es uns ja angeboten, ne? Echt jetzt? Habe ich aber nicht angenommen, weil wir es ja auch nicht dürfen. Nee, richtig. Lego sagt nein, ist auch verständlich. Wir machen es ja just for fun. Wir machen es wirklich aus Spaß, genau. Und wir freuen uns über jeden Abonnenten, der zahlt ja schließlich auch nichts dafür. Genau. Also warum sollten wir dann Geld dafür nehmen? Wir können mal ein Spendenkonto einrichten, ne? Das war cool. Gibt's auch das nächste Lego-Set, das war cool. Gibt's auch so ein paar YouTuber, die haben so Lego so Spendenkonten, ne? So bei PayPal lassen die das dann laufen. Klar. Also wäre vielleicht eine Idee. Finde ich immer ein bisschen. Für das nächste Lego-Set spenden. Ja, wenn ihr spezielle Wünsche habt, müsst ihr auch spezielle Spenden. Was das richtig ist? Ich weiß es gar nicht. Doch, die kommen so, ne? So, dass es ein V ergibt, ne? Das ist so ein... so. Ich hab's richtig, du hast es falsch. Boah, zack! Ich hab's richtig. Ich wollte ja nur sicher gehen, deswegen halte ich es ja dagegen. Also so. Ja, kann sein. Es ist wieder schwer zu sehen, aber ist gut möglich. Ja, jetzt wieder, natürlich. So, die werden dann hochgeklappt. Zack. Cool. Ah, so macht man das. Cool. Warum ist die Kette da vorne dran? Das frage ich mich auch schon, aber mal gucken. Die hängt auch immer nur so rum, ne? So, ich stehe da wieder. Ja, kannst du mal dran machen, so viel sind es ja nicht. 6 Stück. Ach so, die haben wir vorne und hinten. Ne? Richtig. Ey, du kannst mir auch mal helfen. Ach ja. Weiße. Weiße. Ich verdiene ja nichts hier. Wir sind gefeuert. Egal. Ach so, du hast schon. Da und. Nee, hier. Ach, da oben. Ja, die beiden. Ich verstehe. So, nee, das sind die Kronen. Genau. Kronen. Zweimal. Da. Die kommen jetzt da reingesteckt, genau. Das wären jetzt die anderen beiden Segelmasten. Genau, wenn jemand wirklich Bock hat, hier zu helfen, und das ist auch noch eine weibliche Person, haha, die können ja Videoantworten machen. Richtig. So als Bewerbung unten reinstellen. Das wäre auch nicht schlecht. Du brauchst ja schon. Ist das ein normales Räuchern?
Das ist nur so ein Röhrchen. Das ist ein kleines Röhrchen, ist das? Nein, da. Das ist. Ach so. Das ist nur so ein Röhrchen. Oder sehe ich das falsch? Ah, hier. Nee, das, nee, das habe ich gerade schon gesehen, genau. Das ist auf jeden Fall da. Ja, muss man schon darauf achten, dass man auch die richtigen Teile nimmt, sonst. Nein. Sonst wird das ein Problem. Gar nicht. Wir sind doch Profis. Ja, dann fehlt das wieder, ne? Wieder? Ist das denn schon mal vorgekommen? Weiß ich nicht. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich auch nicht. Also bitte. Was ist denn da diese Anschuldigung? Ach so, da kommt erst mal ein Blabbers noch rein. Wie war das noch gerade? Ich baue mal was. Ich baue mal was. So, da kommt ein Krades. Die sind sogar nummeriert, guck mal. Nummer 2 kommt da hin. Die werden größer. Und die sind ja auch nummeriert hier, Nummer 2. Cool. Da wird sogar gesagt, welche Stück da genommen wird und sind sogar nummeriert. Das ist dann für die ganz tollen Profis, ist das dann? Ich find's gut. Ja, schlecht ist nicht. Da kannst du wenigstens nicht verkehrt machen, ne? Da steht die Zahl. Ja, so ganz klein. Vielleicht haben sich Leute beschwert, dass das so geht, das aber nicht, Lego. Nee, die machen es ja so, dass es einfacher ist, ne? Ja, für alle. Einfacher für alle klingt auch nach der Werbung. Ja, stimmt. Demnächst können wir dann Lego-Werbung machen. Naja, indirekt machen wir das ja. Machen wir schon, ja. Indirekt, genau. Und wir werden nicht dafür bezahlen. Immer noch nicht. Ja, schlecht. Die machen das so gut, dann stellen wir sie ein. Na, das ist super, zu kurz. Das ist ganz tolle Klasse. Ist zu kurz. Ja, ich sag mal, bei Let's Playern hat das ja schon gegeben. Ne? Da haben sie Leute dann gesponsert hinterher. Genau, richtig. Dass sie dann gesagt haben, okay, du kriegst die Spiele, dafür darfst du sie spielen und monetarisieren, aber du machst dadurch auch ein bisschen Werbung für uns. Ich find's gut. Ja, es ist ein bisschen zwiespältig. Also ich kenne halt einen, der fast nur noch Nintendo-Spiele spielt. Das finde ich, ist auch so ein bisschen, naja, kann man machen, klar. Ich habe nichts gegen Nintendo-Spiele, nicht, dass das falsch versteht. Aber? Das Problem ist, es kommt momentan wenig Neues. Mhm. Das heißt, er greift jetzt, wie kann man Mario Party LP machen alleine? LP alleine? Oh, finde ich ein bisschen merkwürdig. Das ist ein bisschen merkwürdig, ja. Weil Mario Party geht eigentlich nur. Wenn jetzt zu viert wäre oder so, oder zu dritt. Geil. Und dann eine Kamera auf einmal auf die Spieler und dann den Monitor noch, das wäre okay. Aber für alleine finde ich das ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen strange, ja. Mario Kart ging noch, aber. Mario Kart ging noch. Obwohl, Party kann man auch alleine spielen, aber das ist nicht so viel Spaß. Langweilig. Ich habe das auch mal versucht, aber das haut einfach nicht hin. Ist halt nicht so spaßig, ne? Nee. Deswegen mag ich die LPs von Mario Kart auch überhaupt nicht. Aber gut, das ist meine Meinung, da kann ja jeder. Klickzahlen hat er genug, also von daher soll er sich nicht beschweren. Und Kritik soll ja erlaubt sein. Ja, Kritik ist bei uns auch erlaubt. Also wenn da irgendwas gibt, in die Kommentare. Ich habe mir aber trotzdem viele seiner LPs angeguckt. Also Donkey Kong hat er auch gemacht. Gerade das von der Wii U, das neue. Das ist ja ultraschwer, die letzten Level, meine Güte. Okay. Ja, Donkey Kong ist ja sowieso ein Spiel für Fortgeschrittene, weil das sowieso schwer ist. Ne? Gerade die neuen. Ich finde es auch gut, ne, dass es sowas gibt. Also für die, die sich langweilen, so wie ich, dann ist sowas toll. Wir müssen uns was überlegen für dein Zelda-Erlebnis nächstes Jahr. Ob wir da nicht auch irgendwie ein Video draus machen oder so, müssen wir mal gucken. Zelda? Ja, wenn es für die Wii U kommt. Ach so. Da müssen wir irgendwas draus machen. Ich will das nicht, dass das einfach so. Ja, ich hab's mal gekauft. Und so am Abend hier mal eben. Pff. Aber da hätte ich Bock mitzumachen. Einfach nur daneben sitzen und das anzugucken. Mehr will ich gar nicht. Glaube ich. Da hätte ich echt Bock drauf. Musst du mir sagen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall. Kommt wieder andersrum, ne? So. Nee, nach vorne ist schon. Ach so, ja, das steht ja falsch. Das steht falsch, deswegen. Und dann kommt das an die Innenseite. Ja, ist richtig. So rum? Nein. Hä? Hey. Sonne? Oh,
Moment, stopp. So. Ja, dann ist oben auf. Okay. Ja, doch, so muss es ja so. Und nee, oben ist eine. Und die müssen nach. Nein, 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 die gucken doch hier raus, siehst du das? Moment, stopp, wir drehen das einfach mal um. Deswegen sage ich immer, leg dir die Modelle so hin, wie es auch angezeigt wird. So, jetzt ist das nämlich. Da ist das Segel. Die zeigen nach außen. Und das Kleine ist hinten. Ich habe das ja auch am falschen Mast. Oh nein! Aber trotzdem. Aber das ändert ja nichts. Ändert ja nichts. So, dann muss das Ganze jetzt da rein. Sehe ich das richtig? Das Kleine muss. Ja, aber das Kleine? Ist hinten. Muss nach vorne. Nein, das kommt hier, das zeigt zur Treppe. Ach so, meinst du das? Nein, das ist doch ja, nicht doch, vorne. Ja doch, wegen Segel, ne? Ja, aber das zeigt doch nicht nach vorne. Das ist doch dahinter versteckt hinter denen, sonst müsste man es ja, guck sehen. Doch mal. Ja, wenn es so... Ja, so darfst du es aber nicht sehen. So sieht. Dann hast du da das Kleine, das ist ja hinten. Das ist ja auch hinten. Wissen Sie, ob der richtig ist? Aber das ist nur... Das ist ja... So. Im Grunde ist es eigentlich auch egal, welche Richtung die Segel zeigen, oder? Nur dazu sollten halt alle dieselbe Richtung zeigen, das wäre schon von Vorteil. Ich habe hier nur so, das kommt so und das kommt so. Es ist aber auch alles symmetrisch, ist ja. So. Warte mal, wo ist das Fass? Das Fass ist da. Dann zeigt das auch in die falsche Richtung schon. Nein, nein, das ist. Weil das. Warte mal. Guck mal, da hast du die Nüppel zu sehen. Die zeigen vom Fass weg und hier zeigen sie auf die Fässer. Siehst du da? Nee, nee, die doch. Zeigen zu diesem Segel. Zu diesem. Ja, natürlich, das ist ja auch. Ja, und das Segel, wenn die Nüppel sind ja. Davon rede ich nicht. Denk dir das mal weg. Ich rede nur von dem hier. Ja, ich auch. Das guckt mich jetzt an. Genau. Das heißt, wenn ich hier das weiter beobachte, guckt das auf die Fässer, richtig? Ja, aber wenn du dir das ist ja auch hier vorne. Das ist mir egal. Was jetzt vorne und hinten ist, kannst du. Ich meine, das guckt von den Fässern weg. Ja, ja, schon. Und richtig. Hier guckt es auf die Fässer drauf. Siehst du, was ich meine? Fässer. Da sind die Fässer. Die Fässer sind einfach falsch. Oh, wir werden das sehen. Auf ein Satz. Ich meine, im Grunde ist es wurscht. Das ist eh. Gespiegelt das Ganze, bis auf die Dekoration. Die Fässer sind aber falsch, aber ist okay. Die Fässer sind nicht falsch. Auch gut, dass das die sechste Tüte ist, sonst gäbe es ja gleich noch Mord und Totschlag. Ich glaub's. Diskussion gehört naja zum Aufbau dazu. Stell dich mir genau. Können wir erstmal Herr der Ringe spielen. Feuer. Keine Angst, es ist nicht geladen. Noch nicht. Noch nicht, genau. Komm noch. Vertrauen wir doch einfach. Oh, es ist dein Schiff, wenn es nachher in die falsche Richtung segelt. Das ist auch okay. Ich lasse es jetzt schon. Du bist ja schon fleißig dabei. Das war. Dann machst du es ein bisschen kleiner jetzt wieder, ne? Ein bisschen kleiner, der. Ne, der, den du jetzt machst, oder ist der genauso groß? Der wird größer. Ja, wird der noch größer? Denke ich. Könnte sein, ja. Passt. So, jetzt kommt die Ecke. Aber gut, dass das steif ist, dass man das nicht nochmal drehen kann, weißt du? Das stimmt. Dann wär's ja die ganze Zeit zu Gange damit. Das stimmt. Wobei cool wäre es, wenn man so schräg. Wobei das geht. Das schräg. Geht, ja. Das. Mit dem Wind. Genau, wollte ich gerade sagen. Nur hier oben nicht. Ah, okay. Da oben ist leider fest, ja. Klar, das Steuersegel müsste man halt. Eigentlich ja. Bitte. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Brauchen wir nicht. Es gibt nicht. Lego. Verbesserungsvorschlag. Nummer 1, genau. Dann hast du denn den falschen Stein verwendet? Nein, habe ich gar nicht. Aber das, ne, das kann man noch abnehmen. Das haben wir euch noch gar nicht gezeigt.
So, das kommt so. Kommt dann später. Ah, der ist genauso groß doch. So. Und jetzt kommt dieses komische Ding. Ja, dadurch wirkt das erst richtig groß, ne? Und durch die Segel, ja, richtig. Dann wirkt das noch größer. Aber das ist irgendwie nicht richtig hier, oder? Das sollte aber so sein. Ja, soll das offen bleiben? Kannst ja gerne schauen. Bau du mal weiter. Oh doch, könnte sein, ja. Aber in Grau? In Grau. Ist manchmal so. Da hätten sie mal lieber einen schwarzen genommen. Also jetzt nicht sie mit du, sondern Lego. Lego sie. Ich weiß schon. Wobei hier unten ist ja auch einer. Wenn das Segel dran ist, fällt es auch gar nicht mehr auf. Ja. So, jetzt kommen die Segel schon drauf. Ah, cool. Ah, dafür ist die Kette. Sind das beides die gleichen? Von der Größe habe ich gerade geguckt, sind gleich groß. Gut. Damit du auch die richtigen Segel hast, weißt du? Ja, ist schon wichtig. Sail away. Wenn die schon die Richtung legen kann. Wieso? Das ist doch richtig. Ja, das ist okay. Guck, cool. Sind alle in... Ja, ja, das meine ich auch vorhin. In der Richtung. Das habe ich vorhin noch gar nicht gemacht. Ja, wie meinst du das denn dann? Dass das schon falsch ist, meine ich. Dass die Knöpfe eigentlich andersrum müssen. Mhm. Aber hier siehst du ja von hinten, dass die Knöpfe da nicht sind. Was habe ich das richtig gemacht? Ta, ta, ta. Das Ding ist jetzt hier wieder, siehst du? Die Knöpfe zeigen weg von den Fässern und hier zeigen sie zu den Fässern hin. Ja, die Fässer sind falsch, wie gesagt. Dann ist das Brett, das du gesetzt hast, auch falsch. Weil das ist nämlich genau da, wo es auch ist. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Das stimmt, ja, hast du recht. Hm. Er hat recht, ich habe recht. Aber wie gesagt, im Grunde ist das für das Schiff egal. Da ist ja eigentlich, ich meine, die Segel, gut, ob die jetzt so rum sind oder so rum, tut dem ja keinen Abbruch, gell? Und da kommt die Kette rein. Siehst du? Dafür ist sie da. Das ist ein bisschen kurz, oder nicht? Weiß ich nicht, kann ich von hier aus nicht einstellen. Aber ich denke, es muss ein bisschen spannen. Soll das ein bisschen... Mhm. Ach, das soll ein bisschen nach oben. Mhm. Das hat alles Hand und Fuß hier. Hier kannst du was so reinstecken. Ja, das legt sich gleich an der Weg. Genau. Cool. Ja, es ist ein bisschen aufgebauscht, ne? Das, ja. Das Segel. Aber also, ein bisschen ist gut, aber. Schon viel aufgebauscht. Ja, bei starkem Wind. Sieht ein bisschen komisch aus. Wobei, da sind sie überall gespannt. Hast du irgendwo einen Zwischenteil vergessen, dass du es hören musst? Oder so? Gucken wir gleich mal rüber. Machen wir erstmal hier den Rest. Ja, doch, sicher. Warte mal. Ne, da oben. Ne, der ist diesmal komplett drauf, ne? Ja, aber wie gesagt, da ist ja die Lücke. Ja, ist richtig, ja. Ist richtig. Da hast du recht. Das hatte ich noch nicht gesehen. So, das ist das Ruder hinten. Einmal Ruder hinten. Ach, das kommt da rein, ne? Genau. So rum. Ja, ja. Und zack. Yeah. Das müsste jetzt auch beweglich sein. Aber die Kette ist von da hier durch da rein. Das habe ich. Vielleicht ist das auch ein bisschen... Nee, das ist aber richtig. Kannst du den Winkel verändern hier oben? Nee, ne? Der ist fest. Das ist ja alles fest. Das ist alles fest. Nur das kannst du hier ändern. Oh, super. Man hat sich vom Länder schon gelöst. Ja gut, das musst du ja auch erstmal wissen. Das war's. Ein bisschen rüber, die können wir gar nicht richtig sehen. Das war's. Da ist das Schiff in ganzer Pracht. Wer hätte das gedacht? Ich liebe es. Da-da-da-da-da. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Ja, dann kommt gleich nochmal ein kurzes Overview, wie ihr das schon gewohnt seid von uns. Genau. Ansonsten geht fix.
ging fix. Genau, wir sehen uns dann gleich in der letzten Folge wieder. Ciao.